Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Borderlines. Hier sind wir stehen geblieben, hier machen wir natürlich weiter. Hier kam man nämlich raus. Gehen wir doch mal da oben gucken, was es da so Schönes gibt. Der Knopf, was macht der? Ach du heilige Scheiße. Okay, da ist aber genug Zeit, um beide Knöpfe zu drücken. Dann muss ich nämlich danach in den hier rein. Dann geht die hier auf, ja, okay. Ach so. Ich verstehe. Gut, aber hier müssen wir jetzt erstmal runter. Denn wir müssen... Ach nee. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Wow. Also. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen selbstwertfroh von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Ja. Ah, es tut mir so leid, liebe Freunde. Ich bin hier manchmal so konzentriert dabei, wo ich dann echt vergesse zu reden. Nehmt mir bitte nicht übel. Ich bin nicht so geübt in diesem Let's Play-Thema. Gerade bei solchen Sachen, wo ich mich konzentrieren muss, merkt man das vielleicht ein bisschen mehr. Aber, Ich gebe mein Bestes. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Ja, die Dinger. Nicht. Oh. Ich hasse dich nicht. Ich dich auch nicht, keine Sorge. Wer da? Niemand. Suche. Noch jemand da? Oh oh. Niemand da. Keine Sorge. Ich verzeihe dir. Oh, das ist aber nett, dass du mir verzeihst. So. Den haben wir schon mal ausgelöst. Den. Hier kommen wir nicht sonst nicht weiter. Gut. Dann müssen wir ja auf jeden Fall hier hinten weiter. Ich denke jetzt nur, da oben steht auch einer. Fahre hoch. Suche. Was soll das? Ihr seid nicht böse gemeint. Ihr seid nicht süß, so wie ihr sprecht, ne? Aber ihr wolltet mich halt. Ihr wollt mich halt töten, ne? Steht doch dagegen. Interessiert mich eher weniger. Oh. Da komme ich ja sonst. Ah, doch. Eieiei, das war nicht geplant. Ich gehe mal hier rein, ich will mal gucken, was hier so ist. Weil das sieht mir so ein bisschen nach... Also hier sollte es eigentlich nicht weitergehen, hä? Oder? Schön. Ein Eimer. Aber gibt es hier auch was? The cake is a lie, the cake is a lie, the cake is a lie, the cake is a lie. Hallo? Can I help you? Jo, gerne, ne? Kannst mir ruhig helfen. Aber hier kann man doch sonst nichts machen, oder? Ist hier was? Ne, oder? Weil hier... Jo, kann ich ja keine Portale setzen.
Tja, dann weiß ich auch nicht. Es wird hier weitergehen. So. Dauerfeuer stehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Tschüss, ja. Ich hoffe. Oh, warte mal, ich nehme den Bot hier. Mist. Dann jetzt mit dem Cube. Ja! Wer weiß, ob ich die noch brauche, ne? Oder gebrauchen kann. Hier sind noch mehr Cubies. Hi. Kann man leider nicht durchschießen. Jawohl! Hat auch funktioniert. Sehr schön. Ich hasse dich nicht. Oh Gott! Hallo, Freund. Doch noch haben, jemand ne? da? Und tschüss. So viel Information. Ich sollte aber vielleicht trotzdem nicht in der Schussrichtung stehen. Oh. Ich bin hier dran, da dran. Hey! Perfekt. Das ist lieb. Danke. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Androidenhölle existiert. Lade da. Ja, das ist hier echt nicht schön gemacht, aber. Wahrscheinlich hatte der erste Teil von Portal auch kein riesiges Budget, ja? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Wo? Hä? Ach da! Cool! Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ja, das ist ja nett, ne? Aber hier komme ich ja gar nicht hoch. Hier ein Portal dran. Ich kann nicht so sonst ein Portal setzen. Hey, jetzt mal gerade ohne Scheiß. Kann ich hier ein Portal drauf setzen? Ich kann doch hier nirgendwo ein Portal setzen. Okay, was übersehe ich jetzt? Auch nicht. Hierdurch kann ich auch nicht schießen. Okay. Ich kann natürlich hier drauf springen, um dann da drauf zu springen. Ne? Das ist nett. Gut. Geht er daran kaputt? Hat Schutzschild benutzt. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Nein! Och Mann, ich hatte doch den Kubus vor mir! Achso, ich bin noch nicht tot? Doch.
Okay, ich starte da neu. Oh oh. Okay, hier geht's runter. Das ist nett. Ah, doofe Stelle. Egal. Kein Thema. Nee, so. Zack. Und das Blaue setze ich hier hin. Müsste funktionieren. Haha. Und dadurch passiert das. Was auch immer es bringen wird. Sehen wir dann. Cubus Commit. Mr. Kubus. So, dich kann ich hier drauf stellen. Bringt wahrscheinlich nicht so viel. Bringt gar nichts. Weil ich auch einfach außen rum gehen kann. Wie geil. Und hier. Doch, das bringt schon was, weil ich wahrscheinlich den Laser hier durchschicken muss. Und dafür müssen die Türen offen sein. Okay. Was passiert hier? Ah. Ich kann den ablenken und das Ding schicken, ne? Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Kann ich jetzt nicht rein dieses Mal, okay. Aber was ich machen kann, ist, hier kommt vielleicht keins mehr raus. Für hier auf jeden Fall noch. Nur das Orangene darf ich verwenden. Das muss ich mir merken. Ansonsten muss ich wieder zurückrennen. Oh gut. Der springt dagegen, ne? Hallo? Kommt da was? Hallo? Ah! LOL! Der hat das hier um Ecken getroffen. Ich musste es nicht aufmachen. Wie cool ist das denn? Ja, das war jetzt Luck. Gut, den muss ich aber mitnehmen. Ja, hoch. Ich habe mich schon gefragt, hä, warum kommt denn da nichts mehr? Hier muss ich einfach drauf. Perfekt. Sieh, weiter geht's im Programm. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Okay, bringe ich. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Freut mich, dass das auch anerkannt wird hier. Also, diesen Kubus, das ist ein Mittel zu einem größeren Zweck, nämlich diesen Parcours hier zu schaffen. Deswegen war das moralisch vertretbar. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen.
Oh, wir werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Das ist schön. Oh, hallo? Kann ich hier rein? Kann ich mir hier irgendwie so eine Abkürzung erschleichen? Oder sowas? Lass mich hier durch. Hier ist ein Radio. Kann man das anmachen? Ja. Ich nehme es mit. Gut, das geht nicht auf. Das ist schön gewesen. Gut, gehen wir halt wieder zurück, ne? Warum man auch immer hier so zwischen kann teilweise. Ein ganz witzig, aber. Haben wir wenigstens so jetzt noch so ein bisschen Hintergrundmusik dabei. Meinst du, ich kann das machen? So. Einspringen. Ja, kann man machen. Finde ich gut. So, da ran. Hier dran. Plattform. Das war aber knapp. Hohoho! Brauche ich was, ne? Was drauflegen. Ansonsten geht es hier nicht auf. Na gut. Was kriegen wir ja hin? Und? Alle, hopp! Ach du Scheiße. Hier drüben werde ich ja was kriegen, was ich hier draufstellen kann, weil dadurch geht die Tür hier auf. Perfekt. Scheiße. Ich muss mich erstmal umgucken. Ja. Die Dinger sind halt eben ein bisschen nervig, ne? Hier, zack. Geht das? Zerstört. Shit. Das muss ich mir erstmal genauer angucken. Wenn ich jetzt da drinnen stehen bleiben würde, wäre das ganz schön scheiße. Sterben bitte. Erstmal muss ich diese Viecher loswerden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich mich jetzt da einfach durchpreschen würde. Halt die Klappe. Wenn ich da einfach durchpreschen würde, dann würden die da drüben mich auf jeden Fall erschießen. Bevor ich das Ding abräumen könnte. Aber. Muss doch wohl möglich sein. Damit dann den Robot hier abzuräumen, oder? Wenn das wieder in die richtige Richtung zeigt, das Ding. Kriegt man den damit weg? Das hat funktioniert. Gut, dann funktioniert das bei denen genauso. Oh, ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Nein, das ist nicht. Glücklicherweise nicht.
So, welches brauche ich denn eigentlich? Das da. Hier. Was ist das? Das hier mache. Oder schießt das jetzt gar nicht mehr? Ja. Das ist schon ein bisschen nervig. Weil das dauert einfach lange. Und das ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Welches ist das denn jetzt auf mich geschossen? Oh, ihr beiden, ne? Ihr geht mir so auf den Senkel. Der eine hier ist. Ja! Nein, habe ich schon mal abgeräumt. Sehr gut. Wenn ich mich jetzt im Hintergrund von dem aufhalte, kann eigentlich nichts passieren. Jawohl! Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh mein Gott. Hey, der stürzt gleich wirklich noch ab, habe ich so das Gefühl, das Spiel. So, hier muss es rein. Und hier muss ich die Tür irgendwie aufkriegen. Das Tor, besser gesagt. Das wird wahrscheinlich da unten passieren, wenn ich mich hier drauf stelle. Das bewegt sich natürlich nicht mit. Bedeutet, da komme ich nicht dran. Die Tür geht auf, aber da komme ich nicht mehr wieder hier rein. Ich komme da rein, vielleicht, indem ich hier ein Portal hinsetze, mich darüber katapultiere. Funktioniert das? Probieren wir es mal. Wie weit fliegt denn das Ding, wenn ich das hier reinfallen lasse? Gut, du hast doch nicht richtig getroffen wahrscheinlich. Ich probiere es einfach mal. Es funktioniert nicht. Ah! Ärgerlich! Aber ich bin wenigstens hier wieder und die Dinger sind am. Wasch! Das ist schon mal ganz gut. Ach, hier oben ist der Schalter. Oh Gott. Das Ding. Alter Finne! Da musste man sich echt beeilen. So, mit dem Knopf geht hier vorne die Tür auf. Ich brauche aber den Cube auf jeden Fall noch. Das heißt, Cube muss ich mir jetzt hier wegstipitzen. Kann da ja wahrscheinlich gar nicht ran. Oi, lol. Ha! Das hat funktioniert. Hervorragend.
Oh, das war knapp. Gar nicht so hervorragend. Haha. Das hat wunderbar funktioniert. So, Cube hier draufgesetzt. Und... ich würde sagen, da ein hin. Hier ein hin. Müsste ich auf der anderen Seite wieder rausfliegen. Oh Gott! Ach, Kacke. Ja, hier. Ich kann ja den gleichen Weg nochmal gehen. Das ist ja generell eigentlich das große Problem. Dann bin ich halt so dadurch. Super, perfekt. Was haben wir jetzt? Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, hiervon habe ich mal ein Video gesehen. Ach du heilige Kuhmist. Hier musst du mit hohen Sprüngen immer auf den richtigen Plattformen landen. Hä? Also hier theoretisch eins hin. Damit es da drauf geht. Hier eins hin, damit es funktioniert. Man muss nur immer andersrum. Orange, okay. Orange. Ich sehe nichts. Orange. Perfekt. Da. Blau aber. Sehr Wuhu. Gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, danke. Ich habe ein bisschen vergessen, dass durch das Hoch und Runter, dass dort man ja unbegrenzt, sag ich mal, hin und her schaukeln kann. Man verliert ja nicht an Höhe. Deswegen war das doch jetzt ein bisschen leichter. Wäre nur durch doof gewesen, ich hätte zwischendurch das falsche Portal benutzt. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Okay. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Nikukukukut wird? Ist klar. Damit will ich nicht treffen. Na gut. Funktioniert. Gut, hier kommen immer neue raus, nehme ich mal an. Aber ist ja auch egal, weil an dieser Stelle sind wir für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr möchtet, ein Abo, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß dabei. Und wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein würdet, wäre das super mega geil. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Portal. Bis dahin. Ciao.